Eine Beziehung ist nicht da, um dich glücklich zu machen. Hi, hier ist wieder Tim. Schön, dass du da bist, dein Coach auf YouTube. Und heute soll es darum gehen, wie du es schaffst, eine Beziehung zu führen, die gesund ist, die für dich funktioniert, die für die Frau funktioniert. Denn es gibt eine wichtige Sache, die man wissen muss und die vorher geklärt sein muss, damit die Beziehung funktionieren kann und damit es keine stressige Ego-Beziehung wird, keine Beziehung, die im Endeffekt dir und ihr nur Schmerzen zufügt, sondern eine Beziehung, in die du ihr Liebe geben kannst und Liebe von ihr zurückbekommen kannst. Also eine Liebesbeziehung, eine echte Liebesbeziehung, die nicht auf Ego-Bedürfnissen beruht, aber dazu komme ich gleich, sondern wirklich dir und ihr gut tut. Was du zuerst verstehen müssen, ist, wie viele Beziehungen ablaufen. Und ich schließe meine Beziehung da nicht aus, denn ich mache dieses Video, weil ich selbst letztens in so einem Moment war, wo ich das Gefühl hatte, meine Beziehung ist sehr eine Ego-Beziehung und ich gemerkt habe, dass ich sehr viel aus der Beziehung rausziehe. Ich hole mir sehr viel Bestätigung, sehr viel Sicherheit, sehr viel Anerkennung, das Gefühl, gebraucht zu werden, hole ich mir aus der Beziehung und mache sozusagen meine Partnerin in dem Moment größer, als sie eigentlich ist. Ich habe dann nicht mehr diesen Menschen vor mir gehabt, sondern wirklich dieses, oh, sie ist die Bestätigung in meinem Leben, sie ist die Sicherheit in meinem Leben, dies und das. Sachen, die sie eigentlich gar nicht sein kann, weil sie einfach genau wie ich nur ein Mensch ist. Das ist der Punkt. Du kannst nicht in eine Beziehung kommen und erwarten, dass sie dich glücklich macht, die Beziehung. Du kannst nicht in eine Beziehung kommen und erwarten, dass sie das regelt, was du selbst noch nicht geregelt hast. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn du selbst irgendwie nicht zufrieden mit dir bist, nicht zufrieden, wie es läuft, nicht entspannt sein kannst, keine Ruhe im Leben hast, dann kann es sein, dass du dir eine Beziehung suchst, um das Ganze zu überdecken. Es ist ungefähr so, wie wenn dein Leben scheiße wäre und du würdest die ganze Zeit Drogen nehmen, um das ja auch zu überdecken, um es nicht mehr zu spüren, dieses Gefühl, dass es scheiße ist. Genauso kann es mit einer Beziehung sein. Nur ist es halt wesentlich anerkannter gesellschaftlich, deswegen fällt es uns nicht so stark auf. Genau das Gleiche kann mit der Beziehung passieren. Weil gerade am Anfang einer Beziehung kennt das jeder von euch. Es gibt dieses, man hat dieses Gefühl, dieses, ah, es ist so frisch, frisch verliebt. Und dieses Gefühl deckt einfach alles andere ab. Es ist viel intensiver als der ganze Schmerz und die Sorgen, die du dir machst bezüglich deines eigenen Lebens. Deswegen ist das so effektiv und deswegen macht man das so gerne, dass man eine Beziehung nimmt, um das zu überdecken. Weil dann fühlt man es ja im ersten Moment nicht mehr. Dann ist es ja erstmal erledigt sozusagen. Aber dann kommt das Problem. Wenn du eine Beziehung führst und du willst sie länger führen als, keine Ahnung, 4, 5, 6 Monate, ja, wenn du sie über Jahre führen willst, dann wirst du ein Problem bekommen. Weil irgendwann lässt dieses neue, dieses krasse Verliebtsein, dieser krasse emotionale Zustand, wo du nur Tolles siehst, lässt halt irgendwann nach. Ist einfach so, ist ja auch in Ordnung, ist ja auch normal. Aber was dann kommt, dann spürst du deine eigene Unsicherheit, deine eigene Unzufriedenheit stärker als je zuvor. Und das Problem ist, viele Leute wissen nicht, dass es ihre eigene Unzufriedenheit ist, sondern denken sich, oh Mann, der Partner, er hat sich verändert. Oh mein Gott, der Partner ist jetzt anders geworden. Es geht einfach nicht mehr mit diesem Partner. Von dem Partner kommen die ganzen negativen Vibes. Dabei ist es einfach nur deine Unsicherheit, die du nie richtig in den Griff bekommen hast, ja? Dein Bedürfnis nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach einem Platz in der Welt, den du nie selbst finden konntest, den du einfach nur durch die Beziehung abgedeckt hast. Und jetzt ist dieser abdeckende Teil vorbei und die harte Realität kommt. Und damit kann die meisten Menschen nicht umgehen, ja? Die Beziehung ist nicht da, um mich happy zu machen, um mich sicherer zu machen. Das ist schon meine eigene Aufgabe. Ich muss schon selbst erkennen, dass das in mir liegt, ja, dass das nicht in äußeren Umständen liegt, ja. Ich kann mir nicht, es bringt mir nichts, mir einen geilen Job zu holen und zu sagen, oh, jetzt bin ich sicher, jetzt habe ich eine Position in der Welt. Nein, nein, das Ganze kommt immer aus dir selbst. Was ich damit sagen will und was auch praktische Schritte sind, die du jetzt angehen kannst, ist einfach, bevor du in eine Beziehung gehst, frag dich wirklich, bin ich cool mit mir selbst, ja? Habe ich mein Leben momentan so im Griff, dass ich da eine Perspektive für mich selbst sehe? Bin ich zufrieden mit meinem Leben? Fühle ich mich sicher in meiner Position? Habe ich einen Job, der mir gefällt? Wie sieht es mit meiner Gesundheit aus? Überleg dir alle Lebensbereiche. Wie sieht es mit den Finanzen aus? Ja? Fühle ich mich in meinem Leben momentan alleine gut? Und wenn nicht, dann kannst du trotzdem in die Beziehung gehen. Aber pass auf, dass die Beziehung nicht zu deinem extrem Wohlfühlort wird, aus dem du dir alles ziehst, weil du es selbst in deinem Leben nicht kreiert hast. Das ist ganz wichtig. Konzentriere dich also erstmal aufs, wenn du zum Beispiel jetzt anfängst, Frauen kennenzulernen, ist ja viele meiner Teilnehmer fangen jetzt an, Frauen kennenzulernen, stürzen sich in dieses Feld, also mach das vollkommen richtig, aber hol dir nicht sofort eine Beziehung, geh nicht mit der ersten, die du triffst, in eine Beziehung, sondern lass es erstmal an dir selbst arbeiten, lass erstmal dich selbst entwickeln und dann gehst du in eine Beziehung, wo es wirklich darum geht, ich gebe ihr was, weil ich genug habe und ich bekomme von ihr was, weil sie genug hat und nicht ich nehme von ihr was, weil mir etwas fehlt und sie nimmt von mir was, weil ihr etwas fehlt.
Wenn sich zwei Nehmer treffen in einer Beziehung, dann ist es bald vorbei. Und wenn sich zwei Geber treffen, dann beschenken sie sich reich. Habe ich mal irgendwo gelesen. Das ist der Punkt. Du musst erstmal ein Geber werden. Und ein Geber kannst du nur sein, wenn du selbst im Überfluss die Sachen vorhanden hast. Deswegen kümmere dich unbedingt erst um dich selbst und geh dann eine Beziehung ein, die dann auch viel besser aufblühen kann. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Wenn das so ist, teile das Video auf jeden Fall, damit auch andere Leute vom Wissen profitieren. Wir sehen uns bald wieder. Ich freue mich schon drauf. Dein YouTube-Coach Tim. Ciao.